Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored 2. Heute geht's weiter im Staubbezirk. Ja, im Staubbezirk, genau. So, und wir müssen irgendwo, ich weiß gar nicht, irgendjemanden mussten wir treffen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich weiß, wir sind hier einfach auf gut Glück losgerannt und das war nicht so eine tolle Idee. Genau, wir sollten Megan treffen, weil wir hier irgendjemand anderen treffen wollten. Ja. Genau, so viel dazu. Ich muss gerade mal erstmal. Man ist 2 Tage nicht da und dann hat man schon gefühlt das halbe Spiel vergessen. Und zack, hab dich. So. Oh, plündern. Plündern. Und jetzt tragen die ihn. Ja, wir müssen ihn ja jetzt hier entsorgen. Ja, tschüss. Blob. So. Jetzt schleichen wir uns aber voran. Noch mehr Zwischenfälle brauchen wir hier nicht. So, da oben kommt man nicht hin. Schade. Schade, 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 Schokolade. So. Okay, staubiger Bezirk. Es ist, okay. Geh weg, dann schubse ich den anderen runter. Weil wenn ich den anderen dann runterschubse, dann muss ich nur noch dich aus dem Weg räumen. Also ich verstehe, warum es Staubbezirk genannt wird. Es ist hier sehr staubig. So, wenn er sich gleich wegdreht, dann, Moment. Ach, da ist noch einer. Oh, oh Gott, verkehrten. Ich lesen kann? Klar. Bin ich blöd? Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. So, okay, er dreht sich um. Er geht weg. Jetzt müsste er bitte noch sich wieder umdrehen, dann... Sehr gut, so. Okay, so, und jetzt, schubsen. Sehr gut. Blop. Ich finde das immer legendär, wenn die da nicht so durch die Gegend... Oh, habe ich ihn am Bein abgeschnitten. Okay, so. Eigentlich bin ich ja eher der Friedliche, aber hier geht's nicht anders. Staubbezirk, okay. So. Okay. Ich würde sagen, wir müssen... Oh. Oh, na guck mal, ein Kabelwerkzeug. Das sieht doch... Dann müssen wir das ja mal nutzen. Einmal müssen wir dieses Kabelwerkzeug nutzen und manipulieren. Jetzt können wir hier durch. Sehr gut. Staubbezirk, da ist das, glaube ich, eine gute Idee. Oh, hier liegt noch mehr Zeug. Pistolenkugel. Ich benutze die Pistole halt nie, deswegen ist das so ein bisschen... Staub aus den Minen. Gott, die haben aber ein dezentes Staubproblem, ne? Also ich meine, stapelt sich bis unter die Decke irgendwie. Okay, da komme ich nicht durch. Ein Gitter. Hm. Ach je, hier sieht man ja gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich wollte gerade sagen, doch. Man sieht hier einiges. Okay, ah, da sind diese fancy Röhren. Okay. Gut, so, wir müssen, glaube ich, nach da oben, würde ich jetzt mal... Ja, das sieht nach da oben aus. So. Ach, huch, ich bin nicht nach oben. Na toll, wow. Okay, nochmal. So, hoch da. Okay. So, das ist offen. Oh. Okay, wir brauchen wieder das hier. So. Wir gucken immer durch die Türen, weil dahinter können ja immer... Ah, da ist Megan. Megan, ich komme. So, Megan. Hallo, na. Ich habe mich erkundigt, mit Leuten gesprochen. Die Aufseher und die Heuler haben den Bezirk aufgeteilt. Vor uns ist neutraler Boden, wo sie niemand angreift. Aber dahinter haben die Heuler und Aufseher ihre Grenzen gezogen. Und sie werden angegriffen, sobald sie für sie in Sichtweite sind. Aramis Stilton ist das eigentliche Ziel. Sokolov sagte, sie hätten eine Idee. Ja, ich denke, wenn sie Paolo oder Vizeaufseher Byrne ausschalten, wird ihnen der andere sicheres Geleit und Zugang zu Stiltons Haus gewähren. Neutralisieren Sie einen der beiden und bringen sie ihn jeweils zum anderen. Was wissen Sie noch, was helfen könnte? Byrne wird von den Aufsehern beschützt. Paolo hat die Heuler und eine Art schwarzmagisches Artefakt.
Angeblich muss er vor Sonnenuntergang zweimal sterben. Sonst lässt er sich nicht töten. Viel Erfolg. Zweimal sterben. Okay. Ja, also eigentlich würde ich ja Paolo dann gerne ausschalten, weil den mag ich nicht. Der war schon gemein zu mir. So, finde eine andere Möglichkeit oder liefere einen Anführer dem anderen. Ich glaube, das wird lustiger, wenn wir... Ach, schick. Ich glaube, das wird lustiger, wenn wir einen der beiden ausschalten. Okay. Ach, er ist sich über die Beschwerden im Klaren, die da... Ja, gut. Sie wissen vielleicht nicht, dass unsere Silberbergwerke über ihrer Kapazität laufen, um unseren Konflikt mit den nördlichen Inseln zu finanzieren. Das ist kein Staub. So. Schwester sagt, du knackst jedes Schloss. Keine Ahnung, warum Stiltons Haus... Hi. Der Herzog hat die Tür versiegeln lassen. Vielleicht ein anderer. Kirin Jin oder auch nicht. Gehen wir. Wenn Stilton nicht tot ist... Kommt er nie an Jindoshs Schloss vorbei. Die Tür ist Niemand zu? Kriegt das Ding auf. Ah, das sind die Familien und das sind die Erbstücke. Jindosh-Rätsel, okay. Wie funktioniert das? Alles klar, das Jindosh-Rätsel. Zum Essen kamen Lady Winslow, Dr. Marcola, Gräfin Conti, Madame Nazio und Baroness Finch. Die Frauen saßen in einer Reihe. Sie trugen alle verschiedene Farben. Und Gräfin Conti... Ein kecken Hut in Blau. Madame Natisho saß ganz links, neben einer Dame mit einer Jacke in Weiß. Die Dame in Grün saß links, von einer Lady in Rot. Ich erinnere mich an dieses Gewand in Grün. Da die Frau ihr Glas Wein darüber verschüttete, die Reisenden aus Kanaka war ganz in Lieder gekleidet. Als eine der Anwesenden mit ihrem Erbstück Ring prahlte, behauptete die Frau neben ihr, in ihrer Heimat Kanaka gäbe es wesentlich edlere Exemplare. Also präsentierte Lady Winslow einen wertvollen Gegenstand, Kriegsmedaillon, bei dessen Anblick die Dame aus Fairport spottete, dass er nicht sei im Vergleich zu ihrem Prunkstück. Schnupftabakdose. Ach, ich weiß, das sind dieser Tabak, den man kaut, glaube ich. Eine Dame trug einen kostbaren Gegenstand, Vogelanhänger. Und als die Besucherin aus Belton neben ihr das bemerkte, verschüttete sie beinahe das Glas Bier ihrer Nachbarin. Dr. Marcola hob ihr Glas Rum für einen Trinkspruch. Die Lady aus Dabokwa, oh Gott, abgefüllt mit Whisky, sprang auf den Tisch, fiel auf die Dame in der Mitte und verschüttete das Glas Absinth der Ärmsten. Okay. Dann fesselte Baronin Finch die Anwesenden mit einer Geschichte aus ihrer wilden Jugend in Dunwall. Am Morgen lagen 4 Erbstücke unter dem Tisch, Ring, Diamant, Schnupftabakdose und Vogelabhänger. Aber wem gehört was? Ring, Diamant, oh Gott, das Schnupftabakdose und Vogelanhänger. Ich überlege gerade, Schnupftabakdose, Vogelanhänger, Ring, was war denn... Die Dame saß grün, erinnert mich an diesen Gewand in Grün. Die Reisen aus Kanaka ganz sicher gekleidet, als einer der Anwesenden mit dem Erbstück Ring prahlt. Oh Gott. Wer sitzt denn ganz links? Madame Natiso saß ganz links. Moment. Also ganz links, Natiso saß ganz links. Also hier. Natiso. So. Okay. Neben einer Dame mit einer Jacke in Weiß. Die Dame in Grün saß links von... Oh Gott. Ich glaube, da muss ich mir mal Gedanken machen. Das ist ja... Das ist die Schnupftabakdose. Ring. Moment, was ist das? Okay. Oh, was liegt hier noch? Hier liegt sonst nichts mehr. Nee, darüber muss ich mir mal Gedanken machen. Das ist jetzt ein bisschen hoch für mich. Gemeinsam Gift. So. Ein Bankier hat sie mir heimgebracht. Okay. Oh Gott, hier ist keine neutrale Zone mehr. Oh Gott, der Staubbezirk.
Oh Gott, keine neutrale Zone mehr. Okay. Wir versuchen uns mal hier zu dem Salon zu schleichen. Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Oh Gott, nein. Och nö. Du fliegen. Oh Gott, stecht sie ab. Stecht sie ab, stecht sie ab. Lass uns in Ruhe. Oh mein Gott. Such. Du fliegen, Igitt. Die Häuser sind hier aber echt luxuriös. Okay. So. Wow. Wo führt's hin? Ach, wir müssen nach oben. Ach so. Sag das doch. So. Crown's Hand Saloon. Okay, oder? Aufseher. Nee, der Aufseher Außenposten wird ja. Wird ja für den Aufseher sein. Also für den Barnes. Boinsy, 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 Boinsy. Okay, so. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir hier rein. So. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Nein. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Also, ich gehe dann davon richtig in der Annahme, dass wir entweder dieses Rätsel da lösen müssen oder dass wir den einen Anführer an den anderen ausliefern müssen. Okay. Jennys Schwester sagt, du knackst jedes Schloss. Keine Ahnung, warum Stiltons Haus so gesichert. Toll. Immer wenn sie uns sieht, hören die auf. Okay. Gut, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir halt wirklich da lang und dann müssen wir da hoch. Okay. So. Oder können wir auch. Wir könnten da lang. Oh Gott. Zuerst war er da, dann war er weg. Okay. Und am Hafen hat's von Ratten gewimmelt, ich weiß. Das ist ein Trick, den ich lernen muss. So war es nicht. Okay, da sind wir. Die Hand einer Alten hat. Von einer Hexe, die schon lange tot ist. Auf? Vielleicht schon vor unserer Geburt. Geht nicht auf, okay, ekelhaft. Schade. Aber es hält ihn am Leben. Ja, nicht auch von innen verschlossen. Oh Leute, kommt, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, dann verketten wir die beiden doch. So. Oh Gott. Oh Gott, ja, stirb. Stirb doch. Stirb. Stirb. Oh Gott. Okay, das war's. Ich behalte deinen hübschen Schal. Oh Gott, nein. Nein. Okay. Oh. Tot. Okay. Oh! Oh Gott. Nein. Oh Gott, das ist ja mal so gar nicht meins. Okay. So. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. So, hoppala. Oh Gott. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Oh Gott, wie viele Häuser sind denn das? Ich will die doch gar nicht alle töten. Hey, was war hier los? Oh Gott. Oh Gott, tot. So. Okay, jetzt habe ich sie aber alle. Und nun? The Crown's Hand Salon. Okay. Ich bin drin. So. Wo ist Paolo? Drinnen sind wir schon mal. Jetzt müssen wir nur Paolo finden. Öffnen wir diese Tür. Paolo, du hast uns die Garde vom Leib gehalten. Aber wie willst du den Bergleuten helfen? Alles hängt zusammen, Tivoli. Wenn wir den Orden los sind, mache ich es dem Herzog zu teuer, in die Bergwerke zu gehen. Schmeißen die Arbeiter hin, wird er merken, dass Bergwerke, die mit halber Kraft laufen, profitabler sind als Bergwerke, die stillstehen.
einfach klappen. Für bessere Arbeitsbedingungen und okay, so, wir können uns da... Es ist möglich, alle Zahlen einzustellen. Erst hier im Bezirk, dann in der ganzen Stadt. Oh Gott, nein. Oh Gott. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, 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 oh Gott. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott. Ja. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja mal. Das ist ja mal voll geplant. Oh Gott. Okay. Okay, wir müssen uns da was Simpleres überlegen. Wir müssen uns da nochmal was Simpleres überlegen. Ich frag mich halt, wie diese Profis das machen. Die da so in 5 Minuten rushen die da so durch. Man fragt sie dann so, wie geht das? Oh Gott, so. Okay, probieren wir es nochmal. Oh Gott. So. Und wir müssen irgendwie nach da hin. Was ist hier los? Nichts, nichts. Wir sind gar nicht da. Beachtet uns gar nicht erst. So. Okay. Aber da geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen in den... Moment. Da können wir hoch. Und darüber. So. Das ist ein Trick, den ich lernen muss. So war es nicht. Mindy sagt, dass er die Hand einer Alten hat. Von einer Hexe, die schon lange tot ist. Vielleicht schon vor. Da drüben sucht wohl jemand dringend Ärger. Verdammt! Nein! Oh! Zeit zu sterben, Mädchen. Ich behalte das. Oh Gott, Paolo haben wir? Ganz allein, ohne Leibwache unterwegs. Oh Gott, nein! Oh Gott, die Ratten, da kommen sie. Oh Gott, was war das? Okay, Moment, dann nochmal. Alle guten Dinge sind 4. Das klappt schon noch. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin einfach so, nein, und dann so, ja, okay, dann halt nicht. Sad story. Probieren wir nochmal. Wir sind richtig brutal dieses Mal. Ich versuche mich immer durchzuschleichen und gerade ist es so rohe, brachiale Gewalt. Ach herrje. Dann lasst uns das jetzt nochmal ein letztes Mal probieren. Ansonsten müssen wir uns mal mit dem Rätsel da auseinandersetzen. Das Problem ist, ich weiß, dass man zum Aufseherposten wird man nicht einfacher kommen. Das heißt, uns bleibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als das Rätsel sonst zu lösen. Und das ist halt echt schwer. So. Okay. Und was ist hier los? Schleich, 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 schleich. Schleich, schleich, schleich. So. Okay. So war es nicht. Mindy sagt, dass sie die Hand einer Alten hat. Von einer Hexe. Ah, guck mal, wir sind drin. Vielleicht schon vor unserer Geburt. Oh, zum Glück. So. Wo ist Paolo? Das ist natürlich die Frage, wo ist hier jemand und wo nicht. Tief unten im Berg, da werde ich sein. Ruf nicht meinen Namen, lass mich allein. Und des Mondes fahles Licht, oh das ich hier im Dunkeln nicht. Gott, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir schleichen hier einfach mal hoch. So. Okay, hier oben scheint ja keiner zu sein. So. Okay. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier oben ist kein... Ah, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Oh Gott, da ist doch jemand. Oh Gott, da ist doch jemand. Ja. Höher als das geht es, glaube ich, nicht wirklich. So, dann lasst uns doch nochmal hier gucken. Auch für den Fall, dass wir nochmal sterben. Kommt man hier oben... rein. Ah, ach, guck mal, dann geht man da so rum hier quasi. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. So, und dann kann man hier durch die Fenster rein. Okay.
Und hier ist eine Wache. Oh Gott. Ja, eine Wache. Oh Gott. Gut. Okay. Sehr gut, ist ein Heuler. Alles klar, haben wir alles richtig gemacht. Okay, gut, 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 gut. So, und jetzt müssen wir darüber und da aufs Dach, denke ich mal. Ne? Oh Gott, ich glaube hier ist... Oh Gott, nee, das ist ein Sessel. Okay, gut, dann würde ich aber erstmal Schluss machen. Wir werden uns dann das nächste Mal hier um Paolo kümmern. Und bis dahin sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.